Hallo, ich bin die Nadine aus dem Marabu Kundenservice. Window-Color-Farben sind echte Klassiker. Viele von euch kennen vielleicht Marabu Window-Color-Farben noch aus ihrer Kindheit. Marabu bietet für Kinder ab ca. 3 Jahren verschiedene Sets zu unterschiedlichen Themen. Aber Window-Color eignet sich auch für etwas anspruchsvollere Dekorationen. Ich habe euch wieder ein paar Tipps mitgebracht. Wenn der Liner länger nicht benutzt wurde und die Farbe nicht optimal durch die Malspitze fließt, den Aufsatz abdrehen und die Farbe gründlich, zum Beispiel mit einem Holzstäbchen, glatt rühren. Nach dem Vermischen lässt sich die Farbe problemlos vermalen. Festgetrocknete Farbe in der Spitze mit einer Nadel entfernen. Damit die Vorlage nicht verrutscht, fixiert ihr sie mit einer Büroklammer oder mit Klebeband. Als erstes die Farbe nach vorne klopfen und die ersten Linien auf einem Stück Papier malen, sodass Lufteinschlüsse entfernt werden. Tropfen an der Spitze mit einem Tuch entfernen. Dann die Kontur mit ruhiger Hand und möglichst durchgängig aufmalen. 1 bis 2 Stunden trocknen lassen. Statt Konturen schwarz könnt ihr auch jede andere Farbe als Kontur verwenden. Kleine Patzer entfernt ihr ganz einfach mit dem Wattestäbchen. Solange die Kontur noch nicht festgetrocknet ist, ist das kein Problem. Wenn ihr ein weißes Blatt unter die Folie schiebt, seht ihr besser, wo vielleicht noch Lücken in der Kontur sind und könnt die noch auffüllen. Für kleine Kinder bietet es sich an, wenn sie die bereits von euch vorgemalten getrockneten Konturen wie bei einem Malbuch einfach ausmalen können. Die Flächen sollten satt und lückenlos bis zur Kontur hin ausgemalt werden. Wenn euch doch mal eine Luftblase hineingerät, könnt ihr die einfach mit einer Nadel aufstechen. Das ausgemalte Motiv zum Schluss gegen das Licht halten und eventuelle Lücken schließen. Nach ca. 24 Stunden könnt ihr das Motiv vorsichtig von der Folie abziehen und auf der gewünschten Fläche anbringen. Es eignen sich viele glatte Oberflächen wie Fenster, aber auch Spiegel, Bilderrahmen, Vasen, Gläser oder Flaschen. Wollt ihr das Motiv an einem Südfenster oder auf helles Holz- oder Kunststoffoberflächen anbringen, dann verwendet am besten Adhäsionsfolie, damit euer Motiv zum Beispiel an einem Südfenster durch Sonne und Hitze nicht festbackt oder den Untergrund verfärbt. Auch Schriften oder filigrane Motive könnt ihr auf Adhäsionsfolie malen und dadurch leichter anbringen. Wenn ihr Schwierigkeiten beim Entfernen habt, das Motiv mit einem feuchten, warmen Tuch einweichen oder mit einem Föhn erwärmen. Dadurch wird die Farbe weich und lässt sich normalerweise wieder gut abnehmen. Weitere Tipps findet ihr in den anderen Tipps und Tricks-Folgen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken oder Wiederentdecken von Marabu Window Color und wenn ihr mögt, folgt uns gerne auch auf Instagram.